Ja, aber das hat der FC Bayern ja in den letzten Jahren ja schon häufiger gezeigt, dass auch die Spieler, die jetzt nicht so häufig gespielt haben, immer wieder, wenn sie gefragt wurden, dann eben auch die Leistung gebracht haben. Denn hätten sie diese Meisterschaften ja nicht so dominant auch gewinnen können. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis, dass der Kader in sich so funktioniert und dass die Verantwortlichen den Kader so führen, dass auch die, die nicht spielen, dementsprechend bereit sind und dann, wenn sie dann die Chance bekommen, dann eben auch dementsprechend. Aber dafür müssen wir uns hier nicht sonntagsvormittags treffen, dass nun Bayern München über den breitesten, stabilsten Kader verfügt und auf Position 20 noch so. Wir dürfen nicht vergessen, jetzt bei dem Spiel gestern, bei aller Wertschätzung für die Bayern-Akteure, aber die haben natürlich auch gegen eine Mannschaft gespielt, die Darmstädter kennen die anderen ja nur von der PlayStation. Ja, und es ist ja tatsächlich so. Und dann, ja, dass sie vielleicht hätten sich Autogramme holen wollen vorher. Das ist doch die Situation, müssen wir ehrlich sagen. Und Dirk Schuster hat doch völlig zu Recht gesagt, das Normalste auf der Welt ist passiert. Wir haben 3-0 gegen Bayern verloren. Haken dran. Mal gucken, wie es gegen Wolfsburg ist. Abwarten. Na, englische Woche, wird interessant. Ja.